Die Finanzsituation der Stadt Paderborn ist schon seit einiger Zeit durchaus deutlich defizitär. Die Corona-Krise verstärkt das nochmal ganz deutlich, weil es einerseits zu deutlichen Mindereinnahmen kommt bei der Lohn- und Einkommensteuer, aber auch bei der Gewerbesteuer. Auf der anderen Seite haben wir auch Mindereinnahmen zum Beispiel im Busverkehr, wo weniger Fahrgäste fahren, wir aber ähnlich hohe Kosten haben. Ich denke, dass man einen Fehler machen würde, wenn man jetzt in der Corona-Krise hergeht und Angstsparen betreibt. Ich halte es für ein fatales Signal, dass gesagt worden ist, dass der Neubau der Stadtverwaltung verschoben werden soll. Ich glaube, dass gerade eine Kommune da aufgefordert ist, Beständigkeit zu zeigen. Wir werden, denke ich, die finanziellen Folgen der Corona-Krise sehr langfristig abarbeiten müssen. Wir haben zum Vergleich den Fonds Deutsche Einheit. Da haben wir auch 30 Jahre dran gezahlt und ich denke, ähnlich wird das mit der Corona-Krise laufen. Wir haben in Paderborn, Gott sei Dank, eine sehr attraktive Innenstadt, die auch viele Leute auch von außerhalb besuchen. Wir haben für diese Innenstadt eine große Zahl von Parkflächen im inneren Ring durchaus, aber auch in unmittelbarer Nachbarschaft des inneren Rings ebenerdig, sodass die Innenstadt mit dem Pkw sehr, sehr gut zu erreichen ist, auch wenn sich ja mancher gelegentlich über einen Stau flucht. Auf der anderen Seite denke ich, dass die Erreichbarkeit der Innenstadt mit zum Beispiel Bussen, dem öffentlichen Personennahverkehr und mit dem Fahrrad noch deutlich verbessert werden kann. Ich denke, wir müssen das auch tun, um mehr Verkehr, mehr Wege, die innerhalb Paderborns verlaufen, vom Kfz auf Bus oder Fahrrad zu bringen und so den Stau auf den Straßen zu reduzieren. Dann denke ich weiter, dass wir wegen Corona in den nächsten Monaten noch einige verkaufsoffene Sonntage machen sollten, um den Einzelhandel wieder zu stärken, der jetzt sehr unter dem Mitbewerb durch den Versandhandel gelitten hat. Wir haben in Paderborn das Glück, dass wir einen sehr attraktiven Hochschulstandort haben mit einer echt baumstarken Universität, aber auch vielen anderen starken Hochschulen, die wir in Paderborn haben. Da sind viele Studierende in der Stadt. Ich denke, wir müssen es besser als bisher schaffen, diese Studierenden an die Stadt zu binden, dass die dann hier auch arbeiten wollen und hier als Fachkräfte zur Verfügung stellen. Da werden sicherlich meine Mitbewerber schon viele richtige Vorschläge gemacht haben, was zum Beispiel das Kulturangebot angeht. Ich will mal auf einen anderen Aspekt eingehen. Wenn zum Beispiel junge Paare sich einen Wohnort aussuchen, dann ist es sehr, sehr entscheidend für die, dass beide eine Chance haben, einen Job in der Region, wo sie leben, zu bekommen. Und ich glaube, dass wir als Stadt Paderborn deswegen sehr viel intensiver, als wir das zurzeit tun, mit anderen Kommunen in der Region kooperieren müssen. Da dürfen wir uns als Paderborn auch nicht zu feige sein, um bis Bielefeld und darüber hinaus zu kooperieren. Wir haben in Paderborn die Situation, dass wir zwar zum einen sehr viele Gewerbeflächen eigentlich durchaus haben, dass es aber auf der anderen Seite, das ist auch deutlich berichtet worden von der Verwaltung, oft nicht gelingt, einem ansiedlungswilligen Unternehmen oder einem Unternehmen, was sich ausweiten will, dann Gewerbeflächen auch tatsächlich zur Verfügung zu stellen. Ich denke, dass wir deswegen hergehen müssen und effektiver mit unseren Gewerbeflächen umgehen. Die dürfen nicht so lange leer stehen, wie sie es tun. Wir müssen aber auch unsere Gewerbeflächen ausweiten. Zudem denke ich, Stichwort Digitalisierung, dass wir noch einiges zu tun haben, um die Verwaltung bei der Digitalisierung wirklich voranzubringen. Ich denke da insbesondere an die Prozesse in der Verwaltung, aber natürlich ganz besonders auch an die Schnittstellen zum Bürger. Da müssen wir über das, was da jetzt an Umsetzung von gesetzlichen Maßnahmen überwiegend passiert, deutlich hinausgehen. Ich denke, gerade eine Stadt wie Paderborn muss eine gut digitalisierte Verwaltung haben.